Leute, die Honigmann-Nachrichten Nummer 20 vom 8.2.2012. Washington. Senator McCain ruft die USA zur Bewaffnung syrischer Oppositioneller auf. Senator John McCain hat die USA aufgerufen, alle Varianten der Hilfe für die syrische Opposition, darunter ihre Bewaffnung, zu prüfen, teilte die AFP am Dienstag mit. Wir müssen mit der Prüfung aller Varianten, darunter auch die Bewaffnung der syrischen Opposition, beginnen. Dem Blutvergießen in Syrien muss ein Ende gesetzt werden, zitiert die Agentur den Ex-Präsidentschaftskandidaten der USA. In Syrien dauert bereits seit fast 11 Monaten Anti-Regierungsproteste an. Jeden Tag gehen Meldungen über den Tod sowohl von Zivilisten als auch von Sicherheitskräften ein. Nach UN-Propaganda-Angaben beträgt die gesamte Opferzahl im Land mehr als 5000. Die syrischen Behörden geben bekannt, dass bei Zusammenstößen mehr als 2000 Armeeangehörige und Mitarbeiter der Rechtsschutzbehörden des Landes getötet worden seien. Am vorigen Samstag haben Russland und China ein Veto gegen die Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat eingelegt. Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates blockieren sie bereits zum zweiten Mal in den letzten Monaten Resolutionen zur Lage in Syrien, die für sie unakzeptable Formulierungen enthalten. Moskau und Peking fürchten eine Wiederholung des sogenannten libyschen Szenarios in Syrien, bei dem eine UN-Resolution ein militärisches Eingreifen von außen ermöglichte. Die USA und Israel hatten die bewaffnete Opposition ja erst durch den CIA und den Mossad geschaffen und diese auch mit Waffen ausgestattet. Warum also prüfen, was schon längst im Gange ist? Wird im Norden Europas ein neuer Staat entstehen? In unserer Honigmann-Nachrichtenausgabe am Montag berichteten wir über den 60. Jahrestag von Queen Elizabeth und erwähnten dabei die baldige Abspaltung Schottlands von Großbritannien. Und heute schrieb die Zeitung der Axel Springer AG die Welt Folgendes dazu. Seit 2011 regiert die Scottish National Party in Schottland. Ihr Ziel ist die Unabhängigkeit von England. Woher kommt diese scheinbar so anachronistische Blüte des Nationalismus? Ein Referendum soll die Unabhängigkeit bringen. Seit 2007 regiert in Schottland eine Partei, deren offizielles Ziel die Unabhängigkeit ist. Seit 2011 regiert sie allein, bei den Wahlen im Mai hat sie einen Erdrutschsieg errungen. Jetzt will sie die Unabhängigkeit mit einem Referendum besiegeln. Die Vorstellung, dass in Europas Norden tatsächlich ein neuer Staat entsteht, ist real geworden. Das Referendum könnte 2014 stattfinden. Dabei hat der Wahlkampf noch gar nicht richtig angefangen. Noch weiß keiner genau, wann das Referendum überhaupt stattfinden wird. SNP-Regierungschef Alex Salmond weigert sich beharrlich, sich auf ein Datum festzulegen. 2014 gilt als wahrscheinlich. Dann ist Schottland Gastgeber bei den Commonwealth Games, dem Sportfest all der vielen Nationen, die schon vorher dem britischen Mutterland Adieu gesagt haben. Obendrein wird in diesem Jahr der 700. Jahrestag der Schlacht von Bannockburn gefeiert, wo die Schotten 1314 die englische Übermacht bezwangen. Angus Robertson ist dieser Bezug auf das blutige Mittelalter allerdings eher unangenehm. Ich betrachte lieber die nächsten 700 Jahre friedlicher Zusammenarbeit zwischen Schottland und England. Der Grund für den aufreizend langen Atem der SNP dürfte sein, dass ein Unabhängigkeitsreferendum momentan wohl keine Chance hätte. Die Befürworter sind deutlich in der Minderheit, doch die Zeit, so glaubt die SNP, spielt für sie. Die Zahl der Unentschlossenen ist hoch. Und je länger darüber diskutiert und gestritten wird, desto mehr werden sich die Leute an den Gedanken, getrennte Wege mit England zu gehen, gewöhnen. Es hat sich schon viel geändert seit Mai, sagt Robertson. Täglich seien die Zeitungen voll des Themas. Durchhalten und durchziehen, liebe schottischen Mitmenschen, wir stehen euch bei. Königsberg. Das Bernsteinkombinat im deutschen Königsberg in Ostpreußen kann laut dem Chef des Rechnungshofes Russlands, Sergei Stepaschin, seine heutigen Probleme überwinden und sich zu einem Bernstein-Klondike hocharbeiten. Die Produktion in dem Betrieb ist jetzt uneffektiv. Der einzigartige Standort des Kombinates sollte ihm zum Vorteil gereichen. Hier könnte ein Klondike für Bernstein geschaffen werden, sagte Stepaschin heute im deutschen Königsberg vor der Presse. Der landesweit einzige Betrieb für Bernsteingewinnung befindet sich an der Ostseeküste, nahe der Wohnsiedlung Jatani.
wo nach Expertenschätzungen rund 90% der Weltvorräte an dem Meeresgold lagern. Die regionalen Behörden haben wiederholt über die Probleme des zur Sowjetzeit gegründeten Kombinates gesprochen. Der Rechnungshof und andere Behörden führten in dem Unternehmen eine Prüfung durch, die im April abgeschlossen und auf deren Grundlage ein Bericht verfasst werden soll, so Stepaschin. Er bezeichnete es als notwendig, ein Sonderprogramm zur Entwicklung der Bernsteinbranche auszuarbeiten. Im Januar 2012 war der Betrieb von der Liste der strategisch wichtigen Unternehmen gestrichen worden. In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit seiner Überführung in den Zuständigkeitsbereich der regionalen Behörden oder seiner Privatisierung erwogen. Es geht nicht darum, den Betrieb zu privatisieren oder zu verkaufen, was die Betriebsbelegschaft befürchtet hat. Der Staat muss Hauptaktionär werden, so Stepaschin. Das Bernsteinkombinat wurde im Februar 1947 auf Beschluss der damaligen Besatzer der sowjetischen Regierung unter Josef Stalin anstelle der früheren Bernsteinfabrik Königsberg gegründet. Die Bernsteinvorräte des Betriebes werden auf rund 300.000 Tonnen geschätzt. Das Kombinat hat im vorigen Jahr 342 Tonnen Rohbernstein gewonnen. Worum es bei der Bernsteingewinnung in Königsberg tatsächlich geht, werden Sie in Kürze auf www.derhonigmannsagt.wordpress.com als längeren Beitrag lesen können.